Darf man retten oder nicht? Das ist hier die Kernfrage. Plötzlich in den Fokus geraten in eine Person, die außer Balance ist, die beleidigend wurde und ist und mit einer hohen Intensität mich bedroht. Jetzt ist er schon bedroht mit dem Leben in seinem Heimatland und jetzt werde ich bedroht. Collage TV ist frei. Ob jetzt jemand von Spiegel TV 4 Bilder, 5 Bilder, 6 Bilder, 7 Bilder, 8 Bilder oder 10 oder Videos nimmt, das ist völlig egal. Wir brauchen Sponsoren für mehr Recht. Es ist unglaublich. Moment, lassen Sie sich nicht irritieren. Ich mache jetzt eine Collage, eine dringende Collage. Wer unterstützt die Freiheit von Vitali? Er ist ein freier Journalist, Videograf. Nebenbei hat er noch geschweißt, Schweißerfahrung etc. pp. Vielleicht schweißt er die Welt mit seinem Gesicht ein bisschen zusammen für mehr Humanität. Er hat sich jetzt bereit erklärt über ein Kommunikationsmittel, weil er nicht in Deutschland ist, wo er ist. Das sagt er auch mir nicht. Warum, weiß ich nicht. Das ist aber egal. Er hat Angst. So. Und er spricht für die Demokratie und er möchte in Ruhe leben. Das kann er aufgrund dessen, weil er Zeichen setzte in seinem Land, in Deutschland, nicht. Warum? Auch nicht. Entschuldigung. Herr Nguyen Van Dai, ein Anwalt aus Hanoi, hatte anlässlich des Deutschen Staatsanwalt- und Richtertages Aufmerksamkeit bekommen, die jetzt Herr Vitali durch mich bekommt. Ich habe mit verschiedenen Richtern gesprochen und die haben dann eben gesagt, wir müssen eben jetzt nochmals genauer prüfen. So. Wir haben einen Digital-Highway. Da gehe ich in den Computer und dann weiß ich in 10 Minuten oder 5 oder 15 Minuten, wen habe ich hier vor der Linse. Gestern habe ich mit einem Doktor aus München, der Kommunikationswissenschaften, gesprochen. Und der hatte unter anderem auch angeregt, beizutragen für Integration. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger hat gesagt, auch ein Straftäter hat eben, wie sagt man, Integrationsrecht. So, jetzt sind wir aber ganz weit weg von Straftätern, sondern wir sind bei einem Menschen, bei einem Presseschaffenden namens Vitali C. Punkt. Ich müsste schon ganz andere Dinge tun, ich werde aber abgelenkt durch einen Täter, der noch frei ist. Ohne Sponsor läuft nichts. Danke. Melden Sie sich von DM schnellstmöglich. Ich weiß, Sie unterstützen das. Hier ist man Mensch. Ich glaube, das steht auch auf der Mappe, aber ich habe es nicht gesehen. Aber es gibt einen sogenannten Sofortservice. Ja, genau, hier steht's. Schauen Sie mal. So, und jetzt nehme ich die Unternehmen beim Wort. Jetzt können sie sich beweisen. Er hat nämlich ein Kind zu Hause und ist auf der Flucht. Welche Worte muss ich nehmen, um einen Menschen zu retten, der höchste Eisenbahn mit mir Mensch unterwegs zu sein? Moment, ich muss jetzt das Licht einschalten. So, der unterwegs ist
um Mensch zu unterstützen. Das ist eine Dampflok. Gestern wurde ich gefragt, warum haben Sie da so eine Dampflok? Ja, genau aus diesem Grund. Ich habe das jetzt gemixt. Auf der einen Seite soll ich retten, auf der anderen Seite muss ich bestimmte Organe anrufen und werde dann erpresst, wenn ich das und das nicht mache und wenn ich einen ganz bestimmten Menschen oder Menschen, er hat im Plural gesagt, wenn ich die nicht in Ruhe lasse und mich mit denen unterhalte, dann habe ich mit empfindlichen Repressalien zu rechnen. Diese Person, die mir diese SMS schreibt, bedroht mich massiv, weil ich möchte diesen Schrott nicht visuell wahrnehmen. Die Worte, die einmaligen Worte, fernmündlich, waren schon keine Ästhetik. Die schriftlichen Formen ebenso nicht. Wenn er nämlich diese Zeit, die er hier aufbringt, in sein Leben stecken würde, dann würde er ganz anders durchs Leben schauen. Jetzt gibt es hier dieses Buch, was ich vor wenigen Tagen bekommen habe. Und da hat es geheißen, Vin, lese mal dieses Buch. Es ist aus ganz bestimmten Händen. Ich nahm dieses Buch entgegen und ich sage aber noch nicht, von wem ich es bekommen habe. Zivilcourage geht alle an. Jeder kann das der Nächste sein. Insbesondere hat mir heute ein anderer SWR-Redakteur etwas gesendet und auf dem Bild ist zu sehen Herr Markus König. Herr Markus König in Verbindung mit der israelitischen Kultusgemeinde. Und da ist ein Beitrag zu ersehen. Moment, ich suche das gerade, weil es sind so viele Nachrichten im Moment, die mich hier ereilen. Da ist ein Beitrag zu sehen. Jeder Mensch hat das Recht auf Gerechtigkeit. Schauen Sie mal. Ich finde es gut, dass Minderheiten Aufmerksamkeit bekommen. Schöne Grüße von Herrn Mohrhardt. Guten Tag. Er heißt König. Er zeigt sich königlich. Immer, das ist die Frage. Mir wurde gesagt, dass ein jeder das Recht hat. Ich versuche das gerade zu suchen oder zu finden. Auf Gerechtigkeit. For rights. Fair rights. All on planet. Ist nicht immer so. Ich schaue nicht weg. Deswegen bin ich unbequem. Das weiß ich. Und deswegen, wie soll man sagen, das richtige Wort, dass es nicht zu aggressiv ist, wird man attackiert. Manchmal braucht man aber Adaption. Nicht Attackierung. Sponsern Sie die Zivilcourage, bevor sie untergeht. Ich weiß, von was ich spreche. Die Welt braucht gelesen, gesehen, denn an vielen Orten fließt Blut.
Wir brauchen das zum Leben, aber nicht zum Sterben. Die Welt hat an vielen Orten dieses Problem. Warum gibt es so viele Amok-Geschichten, Anschläge etc. pp.? Ich kann es Ihnen sagen. Ich sage anders auf. Aus diesem Grund lebe ich gefährlich. Nicht nur jetzt. Es gibt ja verschiedene Angriffe, die man nicht ernst genommen hat. Und jetzt nehme ich diese ernst und schaue genau hin. Und mein nächster Besuch wird keine Polizei sein, sondern eine besondere Behörde. Und dann werden wir sehen, in Verbindung mit einem Staatsanwaltschaftsfreund, ich darf ja hoffen, ne, dass wir diese Täter, was hat er gesagt? Ali. Das ist Ali. Hand in Hand for Better Planet. Better Planet. Sorry. Freudscher Versprecher. Dass wir da nicht wegschauen. Vitali schaut auch nicht weg. Er ist für Gerechtigkeit. Und deswegen ist er unbequem. Und deswegen muss er geschützt werden. Herr Nchin Van Dai ist ein Anwalt, der in Hanoi, Vietnam, verurteilt worden ist. Und Herr Nchin Van Dai kam frei, weil er Aufmerksamkeit bekam. Von wem? Von keinem Geringeren als von einem Herrn Jens Gnieser. Ehemaliger Richterbundpräsident, derzeit AD. Ich sage derzeit. Er ging in die Politik, um Zeichen zu setzen, um Verbesserungen anzuregen. Und dann wurde seine Stimme nicht erhört. Und er hat ein Buch herausgegeben. Das Buch lautet, einen Moment, Instabilität der Gerechtigkeit. Ich will nicht etwas Falsches sagen. Es ist unfassbar, wenn so eine Koryphäe das politische Handtuch in den Ring wirft, dann heißt es genau das. Kaufen Sie das Buch, unterstützen Sie Herrn Jens Gnieser, denn er ist für Recht. Er hat Kinder, eine Familie, und er ist für das Recht, wie die Passion, und es ist eine Passion, die er lebt. Und wenn alle diese Vision
nur partiell annehmen würden, würde es unter anderem auch dem Rechtsstaat besser gehen. Zum Glück war er hier noch amtierend. Auch zum Glück für Herrn Engin van Dij. Denn dieses Gesicht ist verantwortlich. Herr Richter Jens Gneser aus Bielefeld. Dass ich zu Ronaldo wenige Tage später fuhr nach München, nur zu Ronaldo, obwohl ich FC Bayern-Fan bin, habe ich mich konzentriert, Ronaldo zu treffen. Ich bin nicht ins Stadion, ich bin ans Stadion, um Ronaldo zu treffen. Cristiano Ronaldo für die Freiheit von Herrn Engin van Dij und seine Kollegin, Menschenrechtlerin, Frau Letuha, Mrs. Letuha. Und wenn man diese Fokusse so verfolgt, dann erreicht man was. Dann muss man auch das erreichen. Ich sage jetzt bewusst ganz anders auf. Denn wer anders ist, der länger bleibt. Und es darf kein Lottospiel sein. Da, genau hinschauen. Dass Chico in Dortmund gespielt hat. Er hätte nämlich auch nicht gewinnen können. Hier muss einer gewinnen, seine Freiheit in Ruhe leben zu dürfen. Und das ist Vitali C. Das hohe C. Wenn es Menschen, gewisse Menschen nicht gibt, die sich für andere einsetzen, was haben wir dann in der Gesellschaft? Schreiben Sie mir das unter tvgala.com@gmail.com. Derzeit ist strafrechtlich relevant mir noch nichts, und ich habe gute Kontakte, sehr gute, bekannt über Herrn Vitali C. Und er weiß ganz genau, wenn er zu mir an meine Ohren etwas kommuniziert, dass ich kurze Füße habe zur Justiz. Also ich habe ihm klar gesagt, er muss mir sagen, ob hier in irgendeiner Weise etwas merkwürdig vorliegt. Höchste Alarmstufen für mein Mensch. Oder muss ich erst den Herrn Intendanten anrufen, AD? Ich hoffe nicht. Was machen wir jetzt? Ich werde jetzt etwas unternehmen gegen den Täter, der mich belästigt, massiv, dass er in Augenschein genommen werden muss. Ich werde hier nicht sagen, welche Wege. Dann werde ich jetzt mit München und mit dem Bundesamt für Migration sprechen. Aber nicht mit irgendjemand. Sondern zufällig spielt derjenige welche einen tollen Sport. Ich sage jetzt auch nicht wo, weil sonst heißt es ja wieder, naja, da können wir ja den da finden. Nein, ich schütze ihn. So wie ich auch meine anderen Kontakte schütze. Er ist wichtig. Klar, meine Kontakte auch, aber er will leben. Darf er leben? Ich hoffe doch. Es ist unfassbar, was man auf die Beine stellen muss, um
in Ruhe leben zu dürfen. tvgalacom@gmail.com, podcasttv7@gmail.com oder und mohat007@gmail.com. Und jetzt liegt es in Ihren Händen, einen Videografen für Werte, einen Handwerker für Werte zu retten. Ich zähle auf Sie. Guten Tag.